Hallo Handwerker und Selbermacher. Ja, ich habe hier mein Mikro in der Hand, weil wir sind hier auf der Messe in Köln, die Dach und Holz. Und hier ist es ziemlich voll und ziemlich laut, deswegen hier dann mein Mikro in der Hand. Ich bin jetzt hier am Stand, wo ihr sehen könnt, von Flex. Flex ist mein Kooperationspartner, das wisst ihr mittlerweile auch. Also ich habe alles Werkzeug von Flex. Und wir haben hier einen super Mitarbeiter gefunden von Flex, der Christoph. Der geht mit mir jetzt einmal rum und wir wollen euch zeigen, dass Flex nicht nur der Winkelschleifer ist, sondern Flex hat sämtliches Werkzeug, was ich selber auch noch gar nicht habe. Da muss ich mich mal dringend drum kümmern. Da wende ich mich am besten an den Christoph. Und wir gehen jetzt mal rum und ich möchte euch mal zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt für alle Branchen vom Arbeiten her, Holzbau, Metallbau, was Flex so anbietet. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rum und schauen mal. Gerne. Und Christoph begleitet mich. So machen wir es. Ja, wir sind jetzt hier am Stand. Erzähl mal was, was sehen wir hier? Also hier haben wir schon mal gleich eine unserer Neuheiten dabei. Das ist unser neuer Zweigang-Akku-Bohrschlagschrauber. Das ist der stärkste Schrauber, den es im Augenblick im 18-Volt-Bereich gibt. Die Kleinigkeit von 158 Newtonmeter. Und dieser Schrauber versenkt auch diese Schraube hier im Balken. Ich würde sagen, ich als Verkäufer weiß es, erzähle viel, mache es selbst. Das ist natürlich mal eine Sache. Du hältst das Mikro? Ich halte das Mikro. Die Schraube ist so lang, die würde unten rausgucken. Du kannst gerne schräg reinschrauben. Ja, passt, passt. Attacke. Ich kann auch... Die Schraube bitte im ersten Gang. Okay. Wow. Wow. Der ist wirklich super. Und immer aufpassen, wenn ihr das macht. Die Schrauben sind dann heiß. Oh ja. Guck mal, die qualmen, siehst du? Guck mal. Aber, also ich muss wirklich sagen, absolut super Power. Das war, für die Größe. Ja, und das war jetzt der erste Gang ohne Turbo. Wir haben hier die Möglichkeit, nochmal ein Turbo dazu zu schalten. Von 500 Umdrehungen im Leerlauf auf 700 Umdrehungen im Leerlauf. Und im zweiten Gang kann ich von 2000 Umdrehungen auf 2500 Umdrehungen hochschalten, ohne Drehmomentverlust. Also das ist schon ein richtig starkes Teil. Nein. Nein. Mein Liebling. Klasse. Ich finde ihn großartig, ja. Und die kleineren Schrauben hier, die versenkt er ohne zu zucken mit 2500 Umdrehungen in diesem Balken. Auch da würde ich dich bitten, einfach mal selber zu probieren. Wir haben ihn jetzt schon umgeschaltet. Halt ihn gut fest, der dreht. Bei Vollgas. Normalerweise, ich bin ja Linkshänder und der Schrauber ist jetzt für Rechtshänder ausgelegt. Nein, den kannst du wechseln. Ja. Damit aber auch Griff, du zurechtkommst. Ja, der Griff ist jetzt auf der linken Seite, aber ich halte so wie Butter. Wirklich wie Butter geht er rein. Und das im zweiten Gang. Jeder, der einen Akkuschrauber zu Hause hat, der weiß, dass eigentlich im zweiten Gang, wenn er schnell dreht, gar nicht so viel Power da ist. Aber ich bin überrascht. Sehr gut. Super. Ja, dann gehen wir mal weiter. Das darf ich auch schon mein eigen nennen und habe damit auch schon gearbeitet. Ja, also ich habe schon viele Multitools gehabt. Aber man kann damit so dermaßen super schneiden, es geht durch wie Butter. Also muss ich wirklich sagen. Genau. Und entscheidend bei solchen Geräten ist auch immer, dass wir eine Vibrationsentkopplung haben. Wir haben hier vorne einen flexibel aufgehängten Kopf. Das System haben wir uns patentieren lassen. Weil nichts ist unangenehmer bei der Arbeit, wenn ich zu hohe Vibrationswerte habe.
und mir der Arm oder die Hand irgendwann einschlägt. Genau. Das geht gar nicht. Und ich brauche auch ein erträgliches Geräuschniveau. Und das ist, glaube ich, hier schon sehr gut gelöst. Lass uns doch mal eben einen Schritt beiseite gehen. Dann kannst du gleich nochmal wieder damit arbeiten. Uns ist wichtig, dass wir einen werkzeuglosen Wechsel der Blätter haben. Ich kann einfach hier oben aufmachen und kann das Blatt auswerfen. Ja. Diese Blätter werden auch heiß und das ist sehr unangenehm, wenn man eben auf der Baustelle ein heißes Blatt anfassen muss und ich kann es auch so wieder mit einsparen. Richtig. Einfaches System, aufmachen, Blatt raus, ja, und wieder rein. Ja. Verschiedene Blätter haben wir dafür auch. Hier haben wir jetzt ein feines Holzsägeblatt und ich würde sagen, auch da darfst du wieder. Das hört sich so nach Muss an. Du darfst. Ich möchte. Ja, wie Butter. Ich gehe ganz in den Balken rein und das geht wirklich so dermaßen leicht und vor allen Dingen keine Vibration an der Hand, weil der Kopf vorne, was gerade schon erklärt worden ist, der ist flexibel, der wackelt hin und her, wo es ein Patent drauf gibt und der schneidet wirklich super, ganz klasse. Ja, was soll man sagen? Wichtig ist auch bei dem Gerät, es liegt fast in Waage. Und stufenlos einstellbar, ne? Also ja, das und ich. Und ich habe jetzt auf der Stufe 2 geschnitten. Ne? Und der geht nochmal bis auf 5 hoch. Also geschnitten gerade mit Stufe 2 und bis 5 geht er hoch. Ne? Genau. Und es wird auch in Zukunft Blätter geben für die Fliesenbearbeitung zum Ausschleifen von Fliesenklebern, dass ich auch wirklich eine universelle Einsatzmöglichkeit habe. Und dieses Gerät hat eine Starlock Max Aufnahme, sodass ich alle gängigen Blätter für diese Geräte hier einsetzen kann. Die Möglichkeiten sind da quasi unbegrenzt. Als nettes Gimmick haben wir uns auch überlegt, das haben wir leider noch nicht dabei, es wird in Kürze kommen, ein Tiefenanschlag. Wenn ich, okay, wenn ich Türen kürzen muss und ich tauche mit dem Blatt ein, und begrenzt es mir die Tiefe, mhm, und ich gehe mit dem Blatt nicht ins Mauerwerk. Das schont die Blätter und ich kann ganz bequem, ja, einmal dran langfahren, kann meine Tür kürzen und hinterher mein Laminat, Parkett oder Vinylboden unter die Tür unterschieben. Das ist eine gute Sache. Ich sehe gerade, das Blatt, da steht jetzt Flex drauf. Ihr, ja, habt eigene Blätter oder? Die kommen in Kürze mit ins Sortiment. Okay, weil das wäre was Neues für mich, dass du jetzt gesagt hättest, ja, haben wir. Ja, okay. Es steht schon Flex drauf. Ja. Eben. Und die Blätter sind im Zulauf und werden in Kürze auch verfügbar sein. Wir werden auch im Bereich Zubehör in Zukunft mächtig wachsen. Super. Ne? Ja, das an diesem kleinen Stand an Neuigkeiten. Ich würde sagen, ja, gehen wir mal eine Station weiter. So machen wir es. Dürfen wir uns mal eben kurz dazwischen quetschen? Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, unbedingt. Dann ja. Das ist der 33, ja. Das ist der 33. Ja, den habt ihr mir auch geschickt. An dieser Station präsentieren wir einmal das komplette Sortiment zum Sägen. Natürlich haben wir die klassische Stabstichsäge, die Bügelstichsäge, auf die Maschine komme ich gleich. Die Kreissäge mit 62 mm Schnitttiefe, ja, Schlitten für die Säge, für die Parallelschiene. Wir haben hier zwei Säbelsägen am Stand von unterschiedlicher Größe und noch eine ganz wichtige Sache und da sollten wir jetzt gleich mal zugreifen. Kennst du unsere Rinnenträger-Einlassfräse? Nein, die kenne ich noch nicht.
Den lernen Sie bitte jetzt kennen. Ich sehe es aber schon hier auf dem Holz. Man kann hier Einfräsungen machen. Und das dann per Akku ist natürlich schön einfach. Ganz genau. Es ist ganz wichtig, das ist ein Gerät, was wir auf dem Dach einsetzen, um die Halter der Regenrinnen einzulassen. Ja. Und damit ich die sauber in die Sparren einlassen kann und dass sie nicht hochstehen, können wir mit diesem Gerät eben diese Furchen fräsen. Und da hat kein Kabel was zu suchen auf dem Dach. Das ist nur gefährlich. Und da würde ich auch einfach vorschlagen, du probierst es einfach aus. Geh doch einfach mal bei. Ich übernehme gerne. Ja. Und mach doch mal einen Probeschnitt. Ja. Also man merkt überhaupt nicht, dass geschnitten wird. Man hört nur das Geräusch, aber ohne Kraft. Einfach nur drüber gleiten und super. Ist eigentlich ein Must-Have für alle auf dem Dach. Ja. Man braucht es bei jedem Dach, wo ich Rinnenträger habe. Insofern haben wir jetzt seit 2 Jahren dieses System auch als Akku-Variante. Früher hatten wir es schon als Kabel, aber so ist es natürlich wesentlich besser. Ja. Auf der letzten Holz und Dach wurden wir von ganz vielen Leuten gefragt, wann kommt das Akkugerät? Da ist es. Eine Messe später haben wir es dabei. Ja, vor allen Dingen, dass einem so die Arbeit erleichtert wird, das ist ja schon wirklich der Hammer. Früher alles, wie gesagt, ich habe Zimmerer gelernt. Was heißt, wie gesagt, ich habe Zimmerer gelernt und das musste dann alles mit der Hand gemacht werden. Mit Stechbeite und Hammer. Genau so sieht es aus, auf den Bock setzen und gib ihm. Ne? Geht so einfach und ist ein absoluter Klassiker, der leider von vielen gar nicht so gekannt wird. Richtig. Deshalb zeigen wir ihn immer wieder gerne und alle, die ihn denn zum ersten Mal ausprobiert haben, sind ihn schwer begeistert. Die Säge habe ich auch, die habe ich auch schon im Video gezeigt. Da habe ich Bodenplatten mitgeschnitten, ist tolle Sache. Ja, vor allen Dingen halt die ganze Akkutechnik. Also jeder von euch kennt das, mit einem Kabel hinten dran und Kabeltrommel und dann ist das Kabel schon wieder im Weg. Ist das Kabel auch weg, bevor du durchschneidest? Oh ja. Hat man jetzt natürlich gar nicht mehr mit der Akkutechnik. Genau, deshalb ist die Akkutechnik auch einfach die sicherere Technik. Ja. Ja. Also die ist bekannt, die haben wir schon seit längerem im Sortiment. Jetzt haben wir noch eine kleine dazu bekommen. Ich darf dich mal eben bitten. Die kenne ich noch nicht, genau. Die kennst du noch nicht. Die ist relativ neu, seit einem halben Jahr im Sortiment. Das ist eine Inline-Saw. Hier haben wir das Sägeblatt und den Antrieb auf einer Linie. Gewöhnungsbedürftig ist, das Sägeblatt ist hier auf der linken Seite angeordnet. Und wir haben hier eine Schnitttiefe von nur 45 mm. Was heißt hier nur? Für eine Dachlatte reicht es. Für einen Dachüberstand, für eine Spanplatte, die ich kürzen muss, reicht es. Für Schalungsbretter reicht es. Und dieses Sägeblatt kann auch mal einen Nagel mit durchsägen. Eine Schraube, es geht nicht gleich kaputt. Wir haben hier spezielle Zähne drauf, sodass es auch dort problemlos eingesetzt werden kann. Weil das ist immer wieder mal der Fall, dass wir da ein Metallstück im Holz drin haben. Und bei den klassischen Kreissägen ist dann oft das Sägeblatt kaputt oder beschädigt. Und das haben wir hier halt nicht. Pendelhaube ist klar. Wir haben eine Tiefenverstellung, sodass ich auch da flexibel bin. Und kann halt mit diesem Gerät sehr handlich arbeiten, weil es einfach auch deutlich leichter ist. Wie so eine große Säge. Und ich kann freihändig arbeiten. Ja. Weil eben Griff und Sägeblatt auf einer Linie sind. Das war uns sehr wichtig bei der Entwicklung. Tolles Teil, auch da würde ich dich bitten, probier es aus. Und man muss auch sagen, es sind überall diese EC-Motoren, also Brushless-Motoren verbaut. Habe ich auch schon öfters in den Videos gesagt, also Verschleiß gleich null, die laufen immer. Dann geht eher die Maschine kaputt, bevor der Motor kaputt geht. Weil die haben keine Kohlen mehr, der kann keine Kohle mehr, geht nicht mehr kaputt.
vollkommen richtig. Das ist für mich schon so selbstverständlich, dass wir überall Rushless-Motoren drin haben, dass ich gar nicht mehr das anspreche. Aber ja, du sprichst es völlig zu Recht an. Ja. Würde ich sagen, schneiden wir mal. Akku rein und los geht's. Was darf ich kaputt schneiden? Ich habe da was vorbereitet. Und normalerweise auch auf der Messe Brille und Gehörschutz. Aber jetzt für die kurzen Schnitte sparen wir uns das. Aber auf der Baustelle auf jeden Fall ans. Ja, ich habe jetzt mit der Maschine geschnitten, mit der neuen hier. Und sehr leicht, sehr handlich. Vor allen Dingen, wie er schon sagt, eine Linie. Als Rechtshänder sehe ich jetzt ganz genau, ich muss nicht mehr so von rechts gucken, sondern von links. Und sehe ganz genau halt meinen Schnitt. Handlich ausgewogen, der Akku schön hoch, stört nicht. Klasse. Also normalerweise hat man auch immer, wenn man mit Kreissägen schneidet, das Problem, dass irgendwas zum Beispiel hinten stört oder der Motor ist so tief. Aber das ist hier alles schön schräg hochgezogen, da stört nichts. Tolle Sache. Und vor allen Dingen, es bremst auch direkt, da läuft nichts nach. Bei den älteren Kreissägen, wenn ihr die dann laufen lasst, dann laufen die so lange nach, dass ihr erstmal eine halbe Stunde warten müsst, bis ihr die Säge ablegen könnt. Stoppt ihr sofort. Gut. Ich muss sie dir wiedergeben. Ja, schön. Tolles Werkzeug. Ja. Kunden sind schwer begeistert davon, die damit arbeiten. Die erste Skepsis, was du eben schon angesprochen hast, das Sägeblatt ist auf der falschen Seite. Aber wenn sie es erstmal verinnerlicht haben, läuft die Sache. Sind sie sehr, sehr zufrieden mit dem Gerät. Ja. Das ist das Thema, was wir hier an Neuigkeiten an Akku haben. Ich würde euch aber auch gerne noch mal kurz mit rübernehmen zum Thema Feinschleifen, Exzenter, Schwingschleifer. Da haben wir auch schon vor gut einem Jahr wieder neue Geräte eingeführt. Die würde ich euch gerne mit zeigen. Machen wir. Da kommt doch noch ein Akkugerät, was wichtig ist. Kapp- und Gärungssäge. Hast du die schon? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Auch ein neues Gerät bei uns im Sortiment. Unsere erste Kapp- und Gärungssäge. Wir haben hier auch ein Akkugerät. Das ist für die Baustellen doch immer wichtiger. Wir können sehr, sehr viele Schnitte mit diesem Gerät machen. Wir haben einen schräg angeordneten Motor, bürstenlos wieder. Wir haben zig Einstellmöglichkeiten an diesem Gerät. Ich kann das mit einem Handgriff drehen. Ja, klar, drehen. Ja. Ich habe hier hinten Neigungsverstellung mit dran. Ja, probier wieder nicht. So. Doch, ja. Und bei der Neigungsverstellung muss ich immer aufpassen, dass ich diese Schutzbacken weiter genug noch mal richtig nachjustiere nach außen, damit es auch wirklich passt. Ja. Ein sehr beliebter Fehler, auch das ist ganz wichtig. Die kann man verstellen auf beiden Seiten. So dass ich da halt auch die Möglichkeit habe, es richtig einzustellen. Also die Skala sehe ich hier von der Seite, also ist sehr, sehr fein. Also man kann wirklich pro Grad einstellen. Genau. Seht ihr jetzt hier, also wirklich die einzelnen Grate. Das ist schon mal sehr gut. Man hat halt nicht immer genau die 15 Grad, man hat auch mal 16 oder 17 Grad. Und unten an der großen Skala das Gleiche. Also auch in einer Schritten. Wir haben bei diesem Gerät noch eine Besonderheit. Einmal haben wir hier einen Niederhalter zum Klemmen. Das ist schon mal sehr einfach. Schonender für das Material. Ach, der ist mit dran. Das ist natürlich super. Ja, der ist heraus. Ja, ja, ja. Ich dachte, ihr hättet da einfach eine Zwinge dran gemacht. Nein, aber der ist integriert. Ja. Ich kann ihn hier lösen. Ja, auf Höhe. Aha.
und kann dann hier halt mir die Höhe einstellen. Ja. Und den dann halt so festhalten, dass ja. die Leiste, die ich schneiden will. Worauf ich aber hinaus wollte, ist der Laser. Fällt dir was auf? Der Laser ist bei uns neben dem Sägeblatt. Richtig. So hast du immer die präzise Messung ja. und musst nicht berücksichtigen, dass das Sägeblatt ja noch Material wegnimmt. Sondern da ist Ende, da wo der Laser ist, ist da, der Schnitt. Da ist der Schnitt. Und ja. das ist auch eine Sache, die wir uns bei Flex überlegt haben, die sich von einigen Wettbewerbsprodukten grundlegend unterscheidet. Ja. Ne, einige kamen nämlich zum Anfang auf mich zu und sagten, dein Laser passt nicht. Ja, sah jetzt so aus, weil ja. er halt einen Millimeter links neben dem Blatt war. Ja. Aber ist logisch, das Blatt trägt ja auf durch die Schneidzähne. Genau. Und ja. Dadurch haben wir das halt eliminiert. Ne? Mhm. Das ist übrigens eine Fernbedienung für unsere Sauger, weil wir ja auch mit dem Akkubereich absaugen müssen. Die werden hier an die Akkugeräte rangeschnallt. Ja, jetzt geht der Sauger schon an. Ja, diese Gummistrips, die sind so ein bisschen widerspenstig. Aber das ist ein Zusatzmodul am ja. Sauger dann, ne? Für den Sauger genau. passt an alle Akkugeräte. Ja. Ganz wichtig, wir müssen ja auch unsere Bohrmaschinen, unsere Bohrhämmer absaugen. Und dafür haben wir halt eine Lösung, weil wir halt auch in vielen Bereichen auf übertriebene Technologie verzichten. Wir verzichten auf Bluetooth-Technologie, weil wir wollen unsere Werkzeuge doch ein bisschen einfacher halten und vom unnötigen Ballast befreien. So haben wir hier eine Zusatzlösung geschaffen, damit wir halt auch den Sauger zuschalten können. Ja. Und das geht über eine Vibration, die hier ist. Und wenn ich die Maschine einschalte, ja. schaltet der Sauger zu. Willst du mal ausprobieren? Auf jeden Fall. Ihr habt jetzt unten den 33er dran. Ja. Wo steht's da? Den VCE 33 AC. Den habe ich halt auch. Und das ist ein M-Sauger. Und man muss halt immer, gucken, dass man für jede Arbeit den richtigen Sauger hat. Zum Beispiel jetzt ich als Trockenbauer habe eigentlich die Vorschrift, wenn ich beim Kunden arbeite, einen M-Sauger zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Holzbau ist, wenn ich jetzt schneide. Muss auch ein M-Sauger sein? Ich empfehle grundsätzlich einen M-Sauger, okay. da bin ich immer auf der sicheren Seite. Weil auch Holzstäube, da kommen wir gleich noch zu, sind lungengängig ja. und das ist Arbeitsschutz pur. Und deshalb möchte ich doch schon, dass meine Kunden geschützt sind und ich empfehle immer den M-Sauger. Ja. Man kann diese Klopffunktion übrigens auch ausschalten. Also wenn ihr jetzt in einem Haus seid, da ist eine ältere Frau und die erschreckt sich, kann man auch sagen, so, ich will jetzt saugen ohne diese Klopffunktion, weil die im geschlossenen Raum doch relativ anständig ist, könnte man so sagen. Ja. Ne? Vollkommen richtig. Ich kann sie vor allem dann abschalten, wenn ich mit einem Fließfilter arbeite. Ganz oder so, wichtig. Genau. Wenn ich ohne Beutel arbeite, muss ich die Klopffunktion haben. Aber ja. ich empfehle auch immer, zum Arbeitsschutz einen Fließbeutel einzusetzen. Denn was bringt mir der beste Absauger, wenn ich nachher eben den Sauger leeren muss und den ganzen Staub mir wieder richtig. Um die Ohren haue. Ja. Deshalb Beutel. Ist Arbeitsschutz, ist Gesundheit. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zum spaßigen Teil. Genau. Dann kommen wir jetzt mal zum spaßigen Teil. Oh, das geht sehr, sehr, sehr leicht. Angenehm. Das geht leichter als leicht. Also man denkt wirklich, man hat nichts in der Hand. So soll es sein. Klasse. Den Bock gibt es als Zubehör dazu, den kann ich zusammenfalten. Ich kann die Kapp- und Gärungssäge leicht runternehmen. Ich habe hier Führungsschienen, ja. kann sie links und rechts verschieben, kann sie mir auch in der Tiefe noch einstellen, sodass ich hier ein sehr flexibles Werkzeug habe, was ich mir anpassen kann.
Man muss aber auch fairnesshalber sagen, der Bock ist nur so lange gut, wenn man gerade Sachen schneidet, also gerade abschneidet. Wenn man jetzt die Gärungsfunktion an der Säge benutzt, braucht man noch ein zweites Böckchen auf der anderen Seite, wo dann das Holz aufliegt, weil die Säge halt fest auf diesem Bock montiert, also nicht fest, aber sie wird halt eingeklemmt, genau, sage ich mal. Und dann müsste man noch einen zweiten Bock haben. Aber für gerade Schnitte ist dieser Bock optimal. Naja, ich kann mir eine Säge natürlich auch. Ja, aber dann musst du ja halt jetzt... Ja, es kommt darauf an, was man schneidet. Aber viel kann ich halt auch so schon bewerkstelligen. Richtig, ne? Genau. Es ist schon ein großes Spektrum damit abgedeckt. Ja. Genau. Das ist die SMS 190. Ja, schönes Teil. Gut. Prima. Was hast du denn sonst noch auf Lager? Dann habe ich hier das Thema Schleifen. Für mich ist das Thema Schleifen eine Herzensangelegenheit. Wir haben alle immer wieder die Herausforderung, dass wir hochwertige Flächen herstellen müssen, dass wir perfekte Flächen herstellen müssen. Und in jedem Gewerk haben wir diese Anforderung. Das ist vollkommen egal, ob ich beim Autolacker bin, ob ich beim Malerlackierer bin, ob ich beim Zimmermann bin, ob ich beim Schreiner bin. Alle haben die Herausforderung, perfekte Oberflächen. Und der Endkunde verlangt auch immer höherwertigere Varianten für seine Möbel, für seine Oberflächen. Und da kommen wir natürlich in einen Bereich, wo wir uns schon richtig anstrengen müssen, da gute Werkzeuge herzustellen. Wir haben eine komplett neue Range an neuen Schleifgeräten. Wir haben vor 3 Jahren angefangen mit dem Ore 5. Das ist der leicht verstaubte Kollege dort in der Mitte mit der 5 auf dem Rücken. 5 mm Hub-Exzenterschleifer. Den gab es dann auch schon relativ zügig mit 3 mm Hub. Und jetzt haben wir vor einem Jahr nachgeschoben die kleineren Geschwister mit 125er Teller, mit Data Teller und mit klassischen 80x133 mm Rutscher. Ja, ich durfte auf Instagram in meinem Weihnachtskalender schon die Maschine verschenken. Ich hatte ihn in der Hand, also er ist super, super leicht und ja, aber trotzdem eine relativ große Schleiffläche für diese Größe, also für, die, ja, für dieses Gewicht, sage ich mal. Ganz genau, das Geheimnis ist auch hier wieder brushless, bürstenloser Motor. Das bringt uns Gewichtsvorteile, das bringt uns Handlichkeit und wir brauchen ein flaches Gerät, um diese Kippelneigung, die man bei höheren Geräten hat, auszugleichen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kann es passieren, dass ich mir mein Schleifgut, gut, bei so einem Balken spielt es keine Rolle, aber wir gehen mal einen Schritt beiseite, auf die Arbeitsplatte. Jetzt kann ich mir Riefen reinschleifen, wenn ich nicht aufpasse. Und das will ja keiner, das bringt mir nur wieder unnötig mehr Arbeit. Deshalb ein handliches Gerät. Wir haben vorne den Schalter und ich kann das Gerät aufsetzen. Ich kann jetzt ganz entspannt über das Material fahren und brauche auch auf nichts achten, wenn ich mal umgreife. Ja. Ich kann einfach arbeiten und wenn ich fertig mache, aus und er steht sofort. Ja. Und da sind wir auch schon beim wichtigen Punkt. Er steht sofort. Solche Geräte brauchen eine Bremse. Und diese Bremse soll möglichst lange wirksam sein. Wir haben ja eine Metallstiftbremse eingebaut, die mit Metallstiften auf den Schleifteller wirkt. Wir haben da eine Betriebszeit von rund 2000 Stunden. Andere Geräte, die mit einer Gummibremse arbeiten, mit einer Manschette, liegen weit, weit darunter. Von daher haben wir hier im Thema Langlebigkeit mit Sicherheit ein sehr, sehr hochwertiges Gerät. Langlebigkeit ist auch wichtig. Wir sehen hier unten eine Gummimanschette. Das kapselt mir das Getriebe, sodass ich halt hier unten keinen Staub reinbekomme, dass die Absaugung auch sauber funktioniert. Nicht, dass sie hier Falschluft zieht. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Gekapseltes Getriebe bei allen Geräten dieser Bauart. Und erhöht halt auch die Lebensdauer. Elektronische Steuerung hier vorne haben wir auch. Ja. Und auch wieder die Bitte, probier es aus. Weil über Vibration sagst du besser was. Wir stellen wieder hoch.
Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht zu zeigen. Also ihr habt gesehen, das geht mit einem Finger. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich eine Exzenterschleife habe und musste wirklich mit beiden Händen, dass der nicht über die Platte rutscht. Oder am Auto, kann man ja auch am Auto mitschleifen. Ganz wichtiges Thema, ja. Und ihr habt es gesehen. Ja. Eine Sache möchte ich euch noch mal zeigen. Wir haben bei allen Schleifern eine passive Absaugung dabei. Genau. Das gehört zur Grundausstattung. Wie ich zu Flex gekommen bin und man hat mir dieses Teil hingestellt, habe ich gesagt, passive Absaugung. A, Kleekram, B, funktioniert nicht und C, will ich nicht. Dann habe ich dieses System kennengelernt. Wir haben hier schon reichlich Staub drin und ich will es euch auch gerne zeigen. Ja. Wir haben hier einen Papierfilter. Den kann ich ausklopfen, den kann ich aber auch auswaschen, weil der ist imprägniert. Und wenn ich ihn wieder trocken habe, kann ich ihn wiederverwenden. Und hier habe ich diesen Auffangbehälter, der mir halt in der passiven Absaugung mein Schleifgut auffängt. Und so kann ich auch mal an schlecht zugänglichen Stellen staubfrei arbeiten. Es ersetzt aber definitiv keine aktive Absaugung. Denn das, was ich hier gerade ausgeklopft habe, sind Holzstäube. Und diese Holzstäube sind lungengängig. Und bitte absaugen. Ich werde es auch gleich im Nachgang hier wieder sauber entfernen, weil das möchte keiner in der Lunge haben. Nee, richtig. Nein? Aber es ist ein Problemlöser und das hilft schon mal hier und da aus. Man merkt auch im Betrieb, wenn man den hinten dran setzt, dass hier ein deutlicher Luftstrom rauskommt. Das ist eine ganz pfiffige Geschichte. Gehört zu jedem Schleifer in der Grundausstattung dazu. Ja. Den Filter, muss man den auswaschen oder könnte man den auch mit dem Industriesauger aussaugen? Du kannst den natürlich auch aussaugen. Es gibt verschiedene Stäube, die haften halt stärker. Und dann kann ich ihn nochmal gründlich reinigen und kann ihn gründlich auswaschen. Dann kriege ich halt nochmal mehr raus. Ja. Thema Langlebigkeit, Nachhaltigkeit. Eben, deswegen spreche ich das an. Ich habe zu Hause so Saugroboter. Mhm. Und die Filter könnte man auch unter klarem Wasser auswaschen. Ja, genau. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie dann ziemlich schnell kaputt sind. Und deswegen nehme ich immer meinen Industriesauger, den 33er, und saug die Filter aus. Ja. Und sie sind picobello. Ja, ist ein bisschen was anderes. So mache ich es zu Hause auch. Ja. Und, aber der hier ist halt imprägniert. Das haben viele im Haushaltsbereich eben nicht. Okay. Nein? Deshalb ist das nochmal ein wichtiger Unterschied. Ja. Man sieht das Thema Schleifen bei Flex. Ja. Man sieht ja auch die verschiedenen Modelle als Dreieckschleifer. Hier hinten haben wir auch noch, wie nennt man den? Viereck, Rechteck? Wir nennen ihn bei uns Rutscher. Rutscher, ganz normaler Rutscher. Ja, Rutscher ist die Allgemeinbezeichnung für den. Hat man auch früher schon gesagt. Ja. Ja, der Rutscher. Holen wir mal den Rutscher. Genau. Auch. Ihr seht auch mit einem Finger. Ja. Das sind unsere Schleifgeräte. Und da wir auf Dach und Holz sind, müssen wir uns natürlich nochmal das Thema Holzbearbeitung, Holzoberflächen, Holzwiederherstellung anschauen. Ja, dann machen da wir gehen das wir nochmal eine Station weiter. Das gibt nicht ein Video, das gibt 10 Videos. Musst du rausschneiden. Ja, hier sind jetzt Maschinen, die habe ich von euch noch nicht gesehen. Also die sind jetzt selbst für mich auch neu. Da wäre es natürlich gut, wenn du uns da was zu sagst. Natürlich, das mache ich sehr gerne. Diese Maschinen sind schon alle sehr lange im Sortiment. Kommen ursprünglich aus dem Bereich Metallbearbeitung, wo wir ja von jeher schon sehr, sehr stark waren. Und was auf Metall funktioniert, funktioniert auch auf anderen Oberflächen, so auch auf Holz. Und so haben wir das Einsatzspektrum hier nochmal erweitert. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit dem Thema Oberfläche reinigen und Oberfläche wieder nutzbar machen, herstellen. Da haben wir hier zwei Geräte hier vorne. Das sind im Prinzip die gleichen Geräte, das nennt sich bei uns die Supraflex. Einmal als Kabelvariante, einmal als Akkuvariante.
fange einfach mal mit der Akkuvariante an. Es ist ein rotatives Schleifgerät. Ich habe hier unten Klett Schleifpapier drauf, schalte ihn an und kann halt so Oberflächen abschleifen. Das Ganze natürlich vorzugsweise mit Absaugung. Ganz wichtiges Thema, dafür haben wir hier auch die Absaugglocke drauf. Mit Randsegment, na, der will natürlich wieder nicht. Weil dieses Gerät kann ich hervorragend einsetzen, wenn ich Treppenstufen abschleife. Wenn ich auf Treppenstufen C-elastische Anstrichmaterialien, zum Beispiel das sogenannte Ochsenblut, vorfinde, was temperaturempfindlich ist. Wenn ich damit zu hoher Drehzahl drauf gehe, wenn ich mit zu viel Energie drauf gehe, dann wird das warm und es fängt an zu schmieren und ich habe echt keine Freude daran, das da runter zu holen, ja, und die Treppe aufzuarbeiten. Also nehme ich dieses Werkzeug, drehe mir die Leistung runter und kann mit einem groben Blatt sauber die Oberfläche abschleifen und damit eben auch schnell arbeiten. Schnelles, rationelles Arbeiten funktioniert mit der Akkuvariante und auch mit der Kabelvariante. Kleine Randnotiz, alle unsere Schleifgeräte mit Absaugglocke haben eine höhenverstellbare Absaugglocke. Ja. Das betrifft die Supraflex, das betrifft aber auch unsere Sanierungsschleifer aus dem Steinbereich, sodass ich immer die Absaugung perfekt einstellen kann auf meine Schleifscheibe. So dass ich nicht drücken muss, aber immer eine perfekte Absaugung habe. Das ist genau bei vielen Geräten nicht so. Dann ist es meistens zu tief und ja, man muss drücken wie so ein Berserker, bis man erstmal an der Fläche ist, die man bearbeiten will. Da spreche ich jetzt speziell den Sanierungsfräser an. Die Sanierungsfräse, die habe ich übrigens auch von euch mit demselben Kopf und bin da auch sehr, sehr zufrieden mit, kann man super mitarbeiten. Ganz genau, das ist der Plan. Gerade bei Diamantscheiben ist das ein großes Thema, weil die arbeiten sich ab und dann muss ich halt auch den Kopf nachstellen. Genau. Also für C-elastische Anstriche, Ölfarbe auf Fachwerk, kann ich damit auch runterarbeiten. Ja. Wir fangen dann zum Beispiel mit einem 40er Korn an und können natürlich erstmal richtig Material runterholen. Tolles Gerät. Ja. Auch als Kabelvariante. Hier haben wir einen Nylonkopf drauf. Zum Polieren? Oder? Willst du dein Auto damit polieren? Natürlich. Doch gerne. Nein. Also ich meine jetzt hier Säubern von Holz. Ganz genau. Wir kommen auf eine Baustelle und wir finden Fachwerk vor, was Lehmarmhaftung hat, was groben Schmutz hat, das über die Jahrzehnte fest drauf ist, wo mir aber der Kunde sagt, ich möchte das wieder schön haben, ich möchte es sauber haben, ich möchte es sichtbar haben. Dann können wir mit diesem Kopf erstmal beigehen und die Oberfläche reinigen. Strom wäre nicht schlecht. Ich bin halt Akku gewohnt. So, guck mal. Da haben wir schon. Ach so, war jetzt der andere. Jetzt aber. Ja, hier ist das Thema Absaugen natürlich nur eingeschränkt nutzbar. Dafür ist mein Arbeitsbereich zu weit weg. Jetzt setze ich an. Wo gearbeitet wird, fallen Späne. So sieht's aus. Ich kann mir tote Materialien so schon mal runterholen, kann das sauber machen und kann halt für die weiteren Bearbeitungsschritte schon mal die Grundlage schaffen, ja, mit dieser Bürste. Und die ist aber jetzt auch von euch, von Flex? Die ist auch von Flex. Die ist bei uns im Zubehör erhältlich. Okay, ja. Gibt es auch für die nächste Maschine? Eigentlich war es mal eine Satiniermaschine. Gibt es verschiedene Aufsätze für Schleifmob in unterschiedlichen Materialien. Hier im Bereich Holz arbeiten wir zum einen mit der Edelstahlbürste, mit der Stahlbürste und mit der Nylonbürste. Wir haben hier ein relativ einfaches System zum Austauschen. Ein Bajonettverschluss.
Ah, ja. Ich kann die Walzen sehr leicht wechseln. Nee? Ja, Profi-Effekt, ne? Ja, ich denke mal nur, weil sie nicht richtig... So, geht doch. Ja, muss ich wieder halten, dann funktioniert das. Ja, ohne dich klappt nichts. Mein Reden. Überzeug mal meine Frau davon. So, dann setze ich die Absaugung wieder drauf. Hier haben wir so einen Bajonettverschluss. Die Absaugung ist wieder fest. Und mit dieser Nylonbürste kann ich schon mal beigehen und kann mir Weichhölzer schon mal profilieren. Ich versuche es jetzt einfach mal auf den alten Bein. Da ist der Sauger. Natürlich wieder der zweite der Stecker, Gerät angeschlossen. Ne? Ja, das ist das Thema Akku. Da geht es einfacher. Hier haben wir den Sauger auch dran. Jetzt nehme ich die Maschine. Die ist aber auch sehr leise, die Maschine. Ja, ist ganz wichtig. Also wirklich nicht laut. Und jetzt habe ich mir hier schon mal die Maserung herausgearbeitet, was hier bei dem neuen Holz natürlich nicht ganz so gut rauskommt. Man fühlt es aber. Ja. Und was natürlich mit der Zeit eine gewisse Patina erzeugt, sodass ich für den Kunden am Ende des Tages eine schöne, wertige Oberfläche erzeugt habe. Funktioniert mit der Nylonbürste auf den Weichhölzern. Für alte, harte Hölzer gehen wir halt zur Metallbürste. Ja. Funktioniert genauso. Und hier haben wir jetzt auch schon reichlich drauf rumgeschliffen und man spürt, dass man ein schönes Profil drin hat, dass man schön herausgearbeitet hat. Und gerade wenn ich ein altes Bauernhaus mit Fachwerk aufarbeite, so soll es am Ende des Tages aussehen. So ist es schön aufgearbeitet, der Kunde ist glücklich und ich kann mich am Abend beruhigt in den Feierabend verabschieden, weil ich habe ein perfektes Ergebnis geliefert, mit leichtem Einsatz. Der Trend geht ja sowieso dahin, dass man alte Sachen aufbearbeitet, Dachstuhl, Dachausbau und die Balken sollen sichtbar bleiben. Und ich werde dann auch immer gefragt, Dirk, wie kriege ich die Balken jetzt schön einfach streichen? Nein, sage ich dann auch immer. Die sollen aufgearbeitet werden, geschliffen werden. Und da ist das natürlich eine super Alternative, vor allen Dingen, dass man die Maserung rausarbeitet. Genau. Wenn man nah dran geht, dann sieht man sie sogar. Man kann sie nicht nur fühlen. Nee, tolle Sache. Sehr einfaches System, sehr effektiv. Immer großartig. Mehr Möglichkeiten. Und damit können wir dem Kundenwunsch halt nachkommen, diese Sichtbalken wieder herzustellen. Ja. Und Naturholz ist halt einfach ein ganz fantastischer Werkstoff. Ja. Das ist Nachhaltigkeit pur. Aufarbeiten statt ersetzen. Super. Ja. Dann gehen wir jetzt noch mal zu meinem Lieblingsstand da drüben. Ja, gerne. Hier haben wir ja auch sehr viele verschiedene Sachen. Vom dicken Bohrhammer, Winkelschleifer. Bei uns sagen wir die Flex. Die Flex, genau. Das ist dann die richtige Flex. Das ist das Problem, wenn man im Internet Flex eingibt, dann kommen wirklich nur Flexen kann man nennen, man sagen, aber dann wirklich von allen Firmen. Also der Name Flex ist von Flex wirklich so vorgegeben, dass der Winkelschleifer Flex heißt, egal von welcher Firma. Aber es gibt nur ein Original und das ist Flex. Ganz genau. Wir haben das Teil erfunden. Wir waren die Ersten mit diesem Gerät. Bei uns wurde die Flex erfunden. Damals noch unter Ackermann und Schmidt. Und nicht ganz ohne Stolz können wir sagen, wir feiern dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum im Unternehmen. Und
Damit haben wir es geschafft, einen ganzen Gattungsbegriff herzustellen. Das hatte vor uns keiner, so ein handliches Gerät. Wir haben im Archiv tatsächlich auch alte Geräte. Wahnsinnig schwer, aber die funktionieren noch. Ja. Unglaublich. Und zum Thema 100-Jähriges habe ich ja jetzt auch ein Video gemacht mit dem mit dem Flexpack, wo man drei Akkumaschinen mit drei Akkus und einem Bag mit einer Tasche sich kaufen kann und hat dann schon direkt das Grundprinzip, überhaupt um Akkuwerkzeug betreiben zu können, beziehungsweise man braucht dann nur noch die Solo-Maschinen zu kaufen, dann ist natürlich noch mal viel, viel günstiger. Und kannst du uns zum Beispiel hier drei Maschinen zeigen, die jetzt in diesem Pack mit drin sind? Nur drei? Oder, also drei könnte man sich aussuchen. Also der Klassiker. Die Flex regelbar mit Bremse. Habe ich auch, ja. Nein. Einfach, das ist, wo wir herkommen, das ist der Klassiker. Richtig. Ist mit dem Flexpack. Ihr habt jetzt auch eine Sonderedition gehabt. Oh ja, oh ja. Ich habe eigentlich gedacht, ich komme hier heute hin und ihr kommt zu mir und sagt, hier Dirk, deine Sonderedition, war nix. Ich habe auch keine gekriegt. Nee, dann nehme ich das zurück. The Red Beast. Genau. Eine Sonderedition, der Hammer. Wir haben einen Partner, der hat einen Dragster. So wie man ihn in den USA kennt, diese Viertelmeilenrennen. Der hatte einen geplatzten Motor. 4000 PS, das Ding ist ihm irgendwann hochgegangen, gerissen, irreparabel, der lag da. Und dann kamen wir bei Flex auf die Idee, was machen wir damit? Da können wir doch einen Winkelschleifer draus bauen. Das ist das, wo wir herkommen, das ist unsere DNA. Und da haben wir einfach gesagt, dann bauen wir den stärksten Winkelschleifer der Welt mit 4000 PS inside. Und dann sind wir beigegangen mit unserem Partner, haben den Block einschmelzen lassen, haben da draus diese Getriebeköpfe gefertigt, die Schutzhaube und haben halt daraus eine Flex gebaut, die jetzt schon vergriffen ist. Einige Partner haben noch die ein oder andere vielleicht mit viel Vitamin B auf Lager, streng limitiert auf, lass mich überlegen, 1400 Geräte weltweit. Ja, ich glaube, ja. Mhm. 1400 ein paar geschmückte. Die haben hier oben dann auch die Nummer drauf. Wir haben leider keinen mehr hier. Eins liegt bei uns im Werk im Archiv. Und so haben wir halt den stärksten Winkelschleifer der Welt erschaffen. Eine Wahnsinnsgeschichte und zu unserem 100-Jährigen mit Sicherheit genau das, was Flex im Jahre 2022 ist. Ja, fand ich auch cool, die Aktion. Mhm. Ja. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Gerät, was ihr dazu nehmen könntet von der 18-Volt-Technik mit drei Akkus. Das wäre jetzt hier der Winkelschleifer, den habe ich selber halt auch und der ist ständig in Benutzung und funktioniert natürlich auch gut. Genau, also der gehört mit Sicherheit ins Flexpack rein. Ja. Dann haben wir hier zum Beispiel einen Kombi-Bohrhammer. Gehört auch mit dazu, braucht jeder Handwerker. Gefederter Griff, verschiedene Einstellmöglichkeiten, Hammer, Bohrhammer, nur bohren, Wechselbohrfutter, alles was ich brauche, Tiefenanschlag, verstellbarer Winkel, Handgriff und los geht's. Wie gesagt, die habe ich ja auch und habe ja auch schon Videos gezeigt, wenn ich die Löcher bohre in den Decken, bohrt wirklich super. Ja, könntet ihr auch dazu nehmen. Passt. Ja. Dann haben wir mit im Sortiment die kleine Kreissäge, die wir vorhin schon gezeigt haben. Wir haben den Schrauber mit im Sortiment, den wir vorhin gezeigt haben, der die 400er Holzbauschraube versenkt hat. Wir haben die Schlagschrauber mit im Sortiment. Wir haben Säbelsägen mit dabei. Wir haben noch die Stichsägen mit dabei. Dann haben wir noch für die Winterzeit Heizjacken. Die sind wichtig. Die sind ganz wichtig, finde ich persönlich großartig. Ja, sind sie auch. Auf dem Volksfest, auf dem Fußballplatz und auf der Baustelle, die schweinekalt ist. Ja. Ich behalte die Wärme bei mir. Ja. Wir haben aber auch noch so kleine Sidekicks. Wir haben einen sehr leistungsstarken Ventilator dabei. Wir haben einen kleinen Kompressor, der bis 11 Bar geht. Wir haben einen Akkustaubsauger mit 6 Liter Fassungsvolumen. Wir haben Gebläse dabei,
und wir wachsen stetig. Wir haben dieses Jahr noch 8 neue Geräte in der Pipeline, die wir dieses Jahr noch präsentieren wollen. Und wir haben uns vorgenommen, pro Jahr 20 bis 30 neue Geräte am Markt stattlich einzuführen. Ja. Flex geht nach vorne, Flex ist dynamisch und das ist einfach Flex im Jahre 2022. Ja. Wollen wir nochmal zu den Trockenbaugeräten gehen? Ja, lassen wir nochmal zu den Giraffen bzw. Langhaltschleifern gehen. Nein, bei uns heißen sie Giraffe. Weil, das ist die Original-Giraffe. Ja. Also Flex heißt ja in der Jugendsprache heute, oder Flexen heißt in der Jugendsprache angeben. Und da können wir das bei Flex ja auch ruhig mal machen. Da flexen wir jetzt mal. Das ist das Gerät, mit dem wir zum zweiten Mal einen Gattungsbegriff geschaffen haben. Auf dem Trockenbau spricht man von der Giraffe. Gib mir mal die Giraffe. Im Prinzip müsste er ein Flexgerät anreichen. Ja. Und wir haben hier eine große Bandbreite an Geräten. Wir haben hier nur ein paar ausgestellt, weil wir kommen sonst mit dem Platz schon gar nicht mehr zurecht. Ich fange mal an. Wir haben die Giraffe mit festem Schleifkopf und Randsegment. Und vergleichbar mit dem hier. Dann haben wir die Giraffe, die GE7, mit Wechselkopfsystem. Da kann ich verschiedene Schleifköpfe drauf montieren. Einmal den mit Randsegment, den Exzenter. Und den Dreieckskopf. Den Dreieckskopf. Ja. Und in diesem Wechselkopfsystem haben wir mittlerweile noch mehrere Geräte mit eingeführt. Jetzt haben wir einmal die klassische GE7, die Handy-Giraffe, ein sehr leichtes Werkzeug. Das gibt es eigentlich schon sehr lange, haben wir aber jetzt auch neu aufgelegt mit einem bürstenlosen Motor. Damit ist er deutlich handlicher, gerade wenn ich in beengten Räumen unterwegs bin, Gäste-WC und solche Räume. Ich will nicht mit so einem riesen Gerät arbeiten. Ja, dann nehme ich den kleinen eben und die Köpfe passen alle untereinander. Richtig. Die GE7 habe ich ja auch im Gebrauch. Und habe noch eine uralte von vor 20 Jahren, eure allererste. Die WS-700-702. Ja. Ja, kann sein. Ja, stimmt. Die Urgiraffe. Genau, aber die läuft auch immer noch. Ja, die finden wir immer noch bei den Kunden vor. Ja. Ja. Und im Moment habe ich halt, wie gesagt, die GE7 im Gebrauch, die halt doch ein bisschen moderner ist und auch etwas leichter. Mhm. Nee, schleift schon wirklich gut. Und natürlich die Handy-Giraffe habe ich auch. Ja. Und mit dem Wechselkopfsystem für in Ecken zu schleifen oder in engen Räumen eigentlich ideal. Genau. Dass man sowas hat und man weiß, man kann es nehmen. Mein letztes Video war jetzt hier von dem Luftreiniger. Ja. VAC 800. Und bin auch schwer begeistert davon. Das Video wird jetzt oder ist schon online. Verzögert sich ja jetzt auch ein bisschen hier mit den Videos, wann irgendwas gesendet wird. Auf jeden Fall bin ich da auch sehr zufrieden mit. Ganz wichtiges Zukunftsthema. Ja. Staubfreie Baustelle. Mit diesem Gerät können wir sämtliche Baustellenstäube abfiltern. Es gibt es im großen Set mit einer Türschleuse, mit einem Abluftschlauch, sodass ich eben einen Schwarz-Weiß-Bereich auf der Baustelle erzeugen kann. Ich kann in dem Arbeitsbereich einen Unterdruck erzeugen durch die Absaugung des Gerätes. Und damit erreiche ich eben, dass ich keine Staubbelästigung in der Wohnung des Kunden habe. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Was aber viel wichtiger ist, ist der Arbeitsschutz dabei. Gerade wenn wir im Bereich Sanierung unterwegs sind, Badezimmersanierung. Wir haben es häufig mit Schimmelspuren zu tun, mit der Schimmelsanierung. Wir haben hier Filterelemente drin, die mir die Schimmelspuren herausfiltern. Und das ist das Entscheidende. Weil das ist nachher wieder gelebter Gesundheitsschutz und so ein Gerät gehört eigentlich auf jede Baustelle und da ist mit Sicherheit ein Zukunftstrend, der noch in den nächsten Jahren sich weiter fortsetzen wird. Wir haben da jetzt schon ein sehr leistungsstarkes Gerät, was regelbar ist, was wir auch über Nacht laufen lassen können im Flüstermodus, wo man es fast gar nicht hört. Der wird ja auch gefördert von der Bau-BG mit 25%. Ganz genau. Die haben das Thema ganz weit oben auf der Agenda. Genau. Eben die staubfreie Baustelle und da ist das ein ganz wichtiger Baustein. Man kann wirklich sagen, wenn die Bau-BG schon freiwillig Geld rausrückt, dann hat das seinen Grund und dann ist es auch wichtig, dass man so ein Gerät benutzt. Vor allen Dingen, wie er schon sagte, der Christoph, bei dem Kunden, dass der Kunde auch sieht, der Handwerker macht was und denkt auch an mich. Genau, der Endkunde wird immer sensibler. Eben. Und das muss man berücksichtigen, er hat ja auch recht irgendwo. Und
aus meiner Erfahrung im Außendienst kann ich sagen, wir haben schon reichlich Endkunden, Handwerker mit diesem Gerät ausgestattet. Und es setzt sich in der Nachbarschaft des Kunden nachher fort. Malermeister XY hat dieses Gerät bei mir eingesetzt. Der kam mit so einem Luftreiniger und die ganze Wohnung war hinterher sauber. Der hat eine saubere Baustelle hinterlassen. Ja. Und das fördert weitere Aufträge. Eben, eben. Und da ist ein Aktivkohlefilter drin und der filtert auch die Luft, wenn Farbengerüche in der Luft sind. Aber genau. Jetzt nicht nur Farbe. Es kann auch mal sein, dass der Hund in die Wohnung macht. Groß und die Filter. Ja, aber es ist so, ne? Der Filter filtert auch den Geruch raus und das geht eigentlich sehr, sehr schnell. Und, genau. Da gibt es verschiedene Filtermaterialien für. Ich kann den ja mal aufmachen. Ich glaube, damit habe ich im Video schon alles gezeigt. Hattest du schon, stimmt, sagtest du gerade. Was ich da alles gezeigt habe. Und ich denke mal, da könnt ihr dann auf dem Video gucken, was ich mit dem VAC 800 EC schon gemacht habe. Da könnt ihr dann mal reingucken mit dem Luftreiniger. Was hat der für Filter, was kann man damit machen? Genau. Ja. Ja. Eine Neuheit habe ich noch. Aber die nehmen wir noch mit. Einen habe ich noch. Weiterer Zuwachs in der Giraffenfamilie. Wir hatten schon länger eine Betongiraffe, die haben wir dieses Jahr nochmal neu herausgebracht. Zum Schleifen von Betonflächen an Decke und Wände. Wir haben hier einmal ein Diamantpad drauf mit Klettverschluss. Und einen Diamantteller haben wir hier mit Absaugung. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, ich komme aus dem Bereich Farbe. Und da haben wir im norddeutschen Bereich oft Elastikanstriche auf den Häusern drauf. Und da kommt es häufig dazu, dass man jetzt sagt, ja, eigentlich müsste der runter. Wie kriege ich den runter? Ja, da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich brenne ihn ab, nicht schön. Ich beiziehe ihn ab, noch schlimmer. Ja. Was viel zu wenig wissen, es gibt hier einen Schleifkopf, einen Thermokopf für. Damit kann ich diese Anstriche abschälen. Und damit habe ich eine Lösung, wie ich diese Häuser wiederherstellen kann. Ja. Das ist mir persönlich nur eine kleine Herzensangelegenheit für den Maler, um dort wieder schöne Oberflächen herzustellen. Ne? Ja. Ist jetzt ganz frisch und wird sich mit Sicherheit die nächste Zeit auch noch weiter am Markt breit machen. Ich könnte diesen Kopf aber jetzt nicht auf die GE7 drauf machen. Nein. Der passt jetzt wirklich nur hier auf die... Genau, wir arbeiten hier mit mit anderen Kräften. Ja. Deshalb haben wir die Aufnahme auch angepasst, damit eben kein Kunde die beiden Köpfe miteinander verwechselt. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja. Hier arbeiten wir mit Beton, während wir hier mit Spachtelmassen arbeiten. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Ja. Ja, super. Hast du sonst noch irgendwas in der Schublade? Ich könnte stundenlang weitermachen. Und, aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal die allerwichtigsten Neuheiten hier am Stand gesehen. Auf jeden Fall seht ihr, also Flex ist nur nicht nur die normale Flex, der Winkelschleifer, sondern Flex hat wirklich alles an Werkzeug, was man sich vorstellen kann. Wie der Christoph auch sagt, man kann nicht alles zeigen. Ist so. Also macht euch mal schlau, geht mal auf die Homepage. Ich verlinke sie unten drunter. Schaut euch mal genau an, vor allen Dingen auch mit der Sonderaktion jetzt zu 100 Jahren Flex. Mit dem Flexback, der Name ist mir entfallen. Schaut einfach mal rein, lohnt sich. Dann würde ich sagen, Christoph, vielen Dank. Immer gerne. Für den Rundgang. Immer gerne. Auf der nächsten Messe habt ihr, warte mal, du hast gesagt, pro Jahr wollt ihr wie viele neue Maschinen? 20 bis 30. In zwei Jahren ist die nächste. Okay, kommt was zusammen. Das Video wird wahrscheinlich etwas länger werden. Machen wir so. Danke dir. Ich danke. Ja, ihr habt gesehen, was Flex alles hat und was noch kommt. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und danke nochmal an Flex.